nach Frau Bär reden dauert. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, hier auf der Tribüne und im Stream. Wir reden über den IQB-Ländervergleich 2012. Und ich bin sehr glücklich, dass wir hier eine sachliche Debatte führen. Ich hatte so ein bisschen gedacht, wir würden hier so die Empörungswellen hin und her schwappen lassen. Wer war wann dran und wer hat was falsch gemacht? Ich finde, da gehört auch viel Mut zu, hier sachlich zu diskutieren. Da möchte ich mich zunächst für bedanken. Das Wichtige bei der Studie ist, sie bringt eigentlich keine grundlegend neuen Erkenntnisse. Und sie bringt uns in die Lage, dass wir über die alten Probleme neu reden können, dass wir wieder darüber nachdenken können, in die Zukunft schauend, wie können wir diese Probleme an den Schulen lösen. Und wir müssen nicht zurückgucken, was haben die anderen falsch gemacht. Und ich sehe da vier zentrale Punkte, über die wir reden müssten. Erstens, das Statistische Bundesamt hat im Jahr 2010 die Bildungsausgaben pro Schüler zusammengerechnet. Und NRW liegt dort auf dem letzten Platz mit 5.500 Euro pro Schüler. In Bayern sind es 6.900, in Sachsen sind es 7.900 und in Thüringen sind es 8.600 Euro pro Schüler. Das sind über 50% mehr Ausgaben. Welch ein Wunder, dass Nordrhein-Westfalen da die rote Laterne hat. Und da lassen wir uns einen Blick werfen, zweitens auf die Personalausgaben je Schüler. Der Bildungsfinanzbericht 2012 bescheinigt NRW auch hier den letzten Platz mit 4.200 Euro pro Schüler. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden 2.100 Euro mehr pro Schüler ausgegeben. Das sind wieder 50% mehr. Die alleinige Betrachtung der Qualifizierung der Lehrkräfte, die bringt uns hier nicht weiter, die ist nicht zielführend. Aber gehen wir noch weiter. Drittens, wenn wir uns das Schüler-Lehrer-Verhältnis angucken, da haben die Gewinner der Studie einen klaren Vorteil, denn da kommen 12 bis 14 Schüler auf einen Lehrer. In Nordrhein-Westfalen sind das 17. Das sind wieder 50% mehr, aber in die falsche Richtung. Und das sind Fakten, die müssen bei einer Analyse der Ergebnisse berücksichtigt werden. Wenn man sich dann noch die Unterrichtsstunden anguckt, der Herr Kaiser hat das gerade getan, dann sieht man in bayerischen Mittelschulen, da wird Mathematik mit 29 Jahreswochenstunden unterrichtet. In NRW an den Realschulen sind es 24. Das hört sich erstmal nicht dramatisch an. In sächsischen Gymnasien kommen die Schüler auf 25 Jahreswochenstunden. Das sind die Wochenstunden auf die gesamte Schullaufbahn, auf diese 6 Jahre von 5 bis 10 zusammengerechnet, für die, die es nicht wissen. In NRW sind das 22. 25 gegen 22 hört sich auch nicht dramatisch an. Aber wenn man das in absoluten Zahlen ausdrückt, dann heißt das, dass NRW-Schüler an den Mittelschulen bzw. an den Realschulen 195 Unterrichtsstunden weniger bekommen Mathematik oder anders ausgedrückt 6,5 komplette Schulwochen. Und an den Gymnasien sind es immer noch 117 Schulstunden oder 4 komplette Schulwochen. Die Naturwissenschaften, da sieht es noch viel schlimmer aus. In Sachsen, da werden die Schülerinnen und Schüler mit 27 Jahreswochenstunden unterrichtet. In Nordrhein-Westfalen liegt der Durchschnitt bei nicht-gymnasialen Schulen bei 20 Wochenstunden. Das sind 273 komplette Schulstunden weniger Naturwissenschaften. Und das ist klar, dass dann NRW nicht die Ergebnisse bringen kann. In Thüringen sehen wir das bei den Gymnasien, da heißt es 29 zu 22. Das sind wieder 50% mehr, aber in die falsche Richtung. Und das sind Fakten, die müssen wir bei der Analyse der Ergebnisse berücksichtigen. Und das wirft auf die Interpretation der Kultusministerkonferenz einfach ein verdammt schlechtes Licht. Bessere Lehrerausbildung alleine hilft uns nicht. Wir müssen an die Ausstattung der Schulen ran. Und wir müssen jetzt diese Probleme angehen. Wir müssen die Schulen finanziell, personell und sachlich besser ausstatten. Die Studie zeigt eine Streuung, eine beachtliche Streuung bei den Leistungen in den Schulen und auch an Gymnasien. Und das heißt, daraus kann man eigentlich nur schließen, individuelle Förderung ist das Wichtigste, was wir machen müssen. Das ist der richtige Ansatz. Denn damit lösen wir auch die wesentlichen Problemfelder. Frau Gebauer, Frau Hendricks, Frau Bär haben es gerade angesprochen. Die soziale Disparität, das ist das soziale Umfeld, die soziale Stellung der Eltern, das ist immer noch wichtig für den Lernerfolg der Schüler. Und Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund profitieren einfach noch viel zu wenig von diesem Schulsystem. Der unterschiedliche Erfolg, und darüber müssen wir auch reden, der verschiedenen Geschlechter in den Fächern Mathematik und Naturwissenschaften, da müssen wir auch dran. Wir müssen
Weitere Anstrengungen betreiben auch Mädchen und junge Frauen, für diese Fächer zu gewinnen, denn die Fächer sind für alle Schülerinnen und Schüler wichtig. Die Motivation der Schülerinnen und Schüler, das ist der letzte Punkt, ist dabei das Allerwichtigste. Wir müssen ihnen einen Lernerfolg beschaffen. Und wir dürfen die Potenziale, die sie haben, nicht brachliegen lassen. Wir können uns das nämlich einfach nicht leisten, Schülerinnen und Schüler unter ihren Möglichkeiten hängen zu lassen. Und deswegen möchte ich die Landesregierung an den rot-grünen Koalitionsvertrag erinnern, kein Kind zurücklassen. Der Handlungsbedarf ist hier offensichtlich. Wir müssen die individuelle Förderung endlich durchführen. Das darf kein laues Lippenbekenntnis mehr bleiben. Und wir dürfen nicht weiter so machen in der Schulpolitik. Um individuelle Förderung aller Kinder und Jugendlichen zu ermöglichen, da müssen wir grundlegende Verbesserungen anstoßen. Es muss um die Ausstattung der Schulen gehen, es muss um die Lehrkräfte gehen und wir müssen über kleinere Klassen reden. Und flexiblere Ausbildungsgänge, damit die Schüler ihre Talente gefördert sehen und bei ihren Talenten Lernerfolge haben. Und da biete ich einen Blick in unser Wahlprogramm an. Das ist das, was wir flexible Schullaufbahn nennen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege.